Liebe Parteifreunde, unser Land brennt und die Brandstifter sitzen in der Regierung. Schlimmer noch, die Brandstifter versuchen mit einer Brandmauer die Feuerwehr vom Löschen abzuhalten. Deutschland hat die höchsten Strompreise aller Industrieländer, die niedrigsten Renten und das geringste Wirtschaftswachstum. Wachsen tun in Deutschland Altersarmut, Kinderarmut, Gewaltverbrechen und Inflation. Und womit beschäftigen sich die Altparteien? Sie beschäftigen sich mit Geschlechterwechsel, mit Gendertoiletten, mit Elektroautos, mit Turboeinbürgerungen, mit Klimagedöns und Heizungszwang. Während unser Land kulturell, wirtschaftlich und sozial entkernt wird, kümmern sich die Politiker der regierenden Parteien um ihre eigenen Pfründe. Allein in den letzten 4 Jahren wurden über 800 neue Stellen in den sächsischen Ministerien neu geschaffen. Auf diesen hochbezahlten Stellen findet man dann häufig Parteifreunde oder Familienmitglieder von Politikern. Gleichzeitig wuchern auch in Sachsen die steuerfinanzierten Vereine der Asylindustrie. Die extrem laxe Vergabe von Fördermitteln an Vereine im Umfeld der SPD wurde nun sogar vom sächsischen Rechnungshof gerügt und der Verdacht der Vetternwirtschaft geäußert. Während es Bürgern und Wirtschaft immer schlechter geht, geht es den Regierungsparteien immer besser. Wir haben quasi eine Wirtschaftsschrumpfung und ein Regierungswachstum. Ich möchte etwas anderes. Ich möchte Wirtschaftswachstum und Regierungsschrumpfung. Angeblich ist ja kein Geld da für Schulen, für Straßen, für Krankenhäuser, für Lehrer oder für die Pflege. Auf der anderen Seite gibt es immer mehr Geld für Klimagedöns, für den Kampf gegen Rechts oder für die Asylindustrie. Eine AfD-geführte Regierung wird deshalb als erste Maßnahme einen Kassensturz machen, der sich gewaschen hat. Wir wollen, dass das Geld, das Steuergeld wieder unseren Kommunen, unseren Unternehmen und unseren Bürgern zugutekommt. Wir werden es nicht hinnehmen, dass unsere Rentner nach einem arbeitsreichen Leben nach Pfandflaschen suchen müssen. Nach unserem Kassensturz dürfen die linken Antifa-Vereine und die Schlepperorganisationen nach Pfandflaschen suchen, wenn sie sich zu fein sind. Liebe Freunde, je näher die Wahlen kommen, umso lauter kritisiert die CDU die Ampelpolitik. Sie kritisiert den Atomausstieg, den die CDU selbst beschlossen hat. Sie kritisiert die Elektromobilität, die die CDU selbst überall vorangetrieben hat. Sie kritisiert die Asylpolitik, obwohl sie selbst mit Frau Merkel die Grenzen für die illegale Masseneinwanderung geöffnet hat. Die CDU ist nicht die Lösung. Die CDU ist der Hauptverursacher aller Probleme, die unser Land hat. Unser noch Ministerpräsident schimpft inzwischen in jeder Talkshow über grüne Politik. Gleichzeitig liegt er in Sachsen mit den Grünen im Koalitionsbett. Gleichzeitig lässt er in Sachsen unsere Wälder roden, um immer mehr Windräder zu bauen. Gleichzeitig beglückt er Sachsen mit einem grünen Landwirtschaftsminister, der mit immer neuen Vorgaben unsere Bauern in den Ruin treibt. Unser noch Ministerpräsident tut so, als wäre er Regierungschef und Opposition zugleich. Ich glaube, für Sachsen wäre es das Beste, wenn er und seine CDU-Fraktion wirklich endlich auf die Oppositionsbank ausweichen würden und wenn wir, die AfD, den Ministerpräsidenten stellen. Ich bin dazu bereit. Liebe Freunde, wir haben die richtigen Lösungen für unser Land. Wir werden unsere Wirtschaft stärken mit Steuersenkungen und mit Bürokratieabbau. Wir werden unsere Familien fördern mit einem Babybegrüßungsgeld, mit kostenlosem Mittagessen in Kita und Schule, mit einem Landeserziehungsgeld ab dem 3. Lebensjahr. Wir werden unsere Schulen wieder auf Vordermann bringen, ohne Gendersprache, dafür mit motivierten Lehrern, ohne ideologische Gehirnwäsche, dafür mit Mathematik und Naturwissenschaft. Wir werden die Berufsausbildung genauso fördern wie das Hochschulstudium. Wir werden den Meisterlehrgang genauso fördern wie den Doktortitel. Wir werden Gesundheitsversorgung und Pflege sichern. Mit ausreichenden Investitionszuschüssen für unsere Krankenhäuser werden wir die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum erhalten und mit einem sächsischen
Pflegegeld für Familien, für die familiäre Pflege, werden wir die Pflege in der Familie stärken. Liebe Freunde, wir müssen uns nicht verstecken. Wir haben das beste Programm aller Parteien, wir haben die besten Ideen für unser Land. Und dass noch zu wenige Menschen unser Programm und unsere Ideen kennen, das hat einen Hauptgrund. Der mit Zwangsgebühren finanzierte Staatsfunk kommt seiner Pflicht zur neutralen politischen Berichterstattung nicht nach. Im Gegenteil, rund um die Uhr beschäftigt er sich mit linker Meinungsmache, mit Regierungslobhudelei und in den letzten Jahren mit Kriegshetze. Auch dem werden wir ein Ende setzen. Mit einer AfD-Regierung in Sachsen wird es keine Rundfunkzwangsbeiträge mehr geben. Liebe Freunde, in diesem Jahr schaut ganz Deutschland nach Osten und insbesondere auch in unser Bundesland nach Sachsen. Immer mehr Menschen in Deutschland sehnen sich nach einer echten politischen Wende. Immer mehr Menschen sehnen sich danach, dass endlich wieder Politik für die eigenen Unternehmen, für unsere Rentner, für unsere Kinder gemacht wird. Gemeinsam mit euch, liebe Freunde, will ich dafür sorgen, dass diese von vielen ersehnte blaue Wende von hier, von unserem Freistaat Sachsen ausgeht. Gemeinsam mit euch will ich dafür sorgen, dass nach dieser Landtagswahl am 1. September niemand mehr an der AfD vorbeikommt. Vor 35 Jahren ging die politische Wende in der DDR hier von Sachsen aus. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass die dringend notwendige Wende für unser gesamtes Deutschland hin zu einer patriotischen, zu einer Deutschland- und deutschenfreundlichen Politik auch hier in Sachsen beginnt. Ganz Deutschland wartet auf uns. Lassen wir am 1. September hier in Sachsen die blaue Sonne der Freiheit und der Vernunft über unser geliebtes Deutschland aufgehen. Vielen Dank.